Ja, guten Morgen, Freunde. Komm, schauen wir mal schnell in meine Joint-Messertasche, wie sich das gerade so entwickelt hat. Ah ja, hier, da tausche ich alles manchmal zwischen den beiden Wallets hin und her. Entweder so alles in einem oder separat in der Hosentasche, bloß hier nur fürs Geld und die Karten. Das ist super praktisch. Version 2 erkennt man an Niete. Rolle Südleder ist auch schön elastisch. So, aber jetzt geht hier gerade noch um die Slipjoint. Kann man hier mal schon mal aus der Hosentasche. Kadett. Einfach immer wieder bestes Werkzeug. Oh hier. Nagelwerkzeug dran, ne? Üblichen verdächtigen Klinge. Mir geht es jetzt aber gerade darum, mal den neuen Prototyp größentechnisch einzuordnen, wo der so liegt. Max Ace Produktion, PMP Knives, schräger Tools for Chance Projekte. Ist aber noch Prototyp, ne? Wie gesagt, also da fehlt auch noch ein Clip. Vielleicht kommt dann die Endversion einer hin, Drahtclip oder so, ich weiß es nicht genau. Die Schrauben stehen auch über. Man muss es eigentlich ziemlich festziehen, sonst hat es noch minimal Spiel, aber das ist halt ein Prototyp, das wäre cool. Aber ich wollte mal größentechnisch einsortieren, wo er denn vielleicht hinpasst. Hier, Super SOG Terminus, und ich denke mal, das wird genau so die Größe sein. Ja, das ist genau die Größe, und das finde ich einfach für EDC genial. Taschenmesser mit 7,5 cm Klinge ist super praktisch. Hier am Terminus haben wir Hohlschliff. Hier haben wir einen Flachschliff von oben bis runter. Ja, das geht genau in die Kategorie rein. Da haben wir noch ein cooles. Das Fahrer, das ist auch ein Prototyp. Ich bin ja der Prototypensammler. Das war, glaube ich, das erste fertige Modell, welches zum Testen kam. Da war, glaube ich, noch nicht 100% fertig. Das ist genau, schlägt auch in die Kerbe. Griff ist ein bisschen länger, aber man kann ja so der letzten Zentimeter hier so, ja, vom kleinen Finger ist noch ganz gut. Ist ein bisschen länger, Klinge haut aber auch in die Kerbe dieser 75 mm Klasse, sage ich mal. Die sind einfach super praktisch. Bau nicht großartig auf in der Hosentasche, wenn man dann hinsieht oder so, da drückt noch nichts. Jetzt kommt natürlich das Hammerteil, das dürfte eine Nummer größer und schwerer sein. Auch ein Prototyp, einer von drei ersten Prototypen von Romain Mignon. Dort hat er mit drei unterschiedlichen Klingen und drei unterschiedlichen Griffen ein bisschen gespielt. Und das ist eins davon. Das ist ein größeres Slipjoint. Ja, obwohl, ja gut, die Klinge ist ein paar Millimeter, aber es ist natürlich noch ein bisschen höher, stärker. Da sind fette Messingplatinen drunter und dicke Holzgriffschalen. Und der Griff ist auch noch mal einiges länger. Das dürfte so in Richtung 8 cm gehen. Ja, Slipjoints sind stark im Kommen. Und hier natürlich ein Pioneer, ein großes. Das ist ein Unterschied, das ist ja das Kadett. Sind die Nummer kleiner. Die sind dafür klasse, einfach so zusätzlich in der Hosentasche dabei zu haben. Hier haben wir, ja, das ist eine Nummer drunter. Pioneer ist eine Nummer drunter und das Romain Mignon eine Nummer drüber. Da würde ich mal sagen, das kategorisiert sich mal so. Ja, ich mag solche Slipjoint Folder inzwischen für so leichtere Arbeiten unter Tage. Nicht unter Tage, tagsüber halt. Sind die wirklich ausreichend? Da hat man mal einen guten Vergleich, wie das hier größentechnisch einzuordnen ist. Das neue, der, wie heißt es? Das wird dann das Mini vom, von diesem, wo es auch als erstes so eine Phone-Edition gab und dann, ja, habe ich vergessen, wie es jetzt hieß. Auf jeden Fall so eine Mini-Version dann davon.
richtig EDC-tauglich in der 75 mm Klasse. Ich denke, wenn das Ding einen Drahtclip vielleicht bekommt, findet das mit Sicherheit ordentlich Abnehmer. Vor allem hier eine Titan Slipjoint M93. Nicht schlecht. Und die Handlage ist wirklich klasse durch den Griff. Der hat genug Höhe. Die Kanten sind hier schon mal sehr gut angeschrägt. Das liegt wirklich sauber in der Hand. Ja. So sieht es im Moment aus auf dem Slipjoint-Markt und bei mir in der Tasche. Cooles Teil. Also, dieser junge Mann von MaxAce beherrscht seine Maschinen. Wie immer gesagt, dran denken, sind Prototypen. Da gibt es immer noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber wenn die nicht 100% sind, das macht mir nichts. Das ist natürlich auch ganz heißer Kandidat für klasse, sag ich mal, industriell gefertigte Großserien EDC. Das ist super. Da habe ich ja auch auf der Messe den CEO von SOG getroffen. Den CEO von SOG, jetzt lieben die Abkürzung. Habe mich dann noch Tage später, als er dann zu Hause in den USA war, lang per E-Mail mit ihm unterhalten. Und da haben wir auch darüber diskutiert, dass sie da vielleicht auch vorhaben, in der Entwicklungsentscheiderrunde mehr Slipjoints einzubringen. Da habe ich auch gemeint, mit dem Modell als Grundlage könnten die wirklich führend werden in Sachen technischen, taktischen Slipjoints. Das Ganze mal noch eine Nummer größer, dass es eben die 75 mm Version gibt und die 90 mm Version. Wäre mit Sicherheit interessant. Ja, sie wollen sich überlegen und mal schauen, was sie da noch im Bereich taktischer Slipjoint machen können. Auf jeden Fall ganz klar im Kommen. Weltweit verschärfte Waffen- und Messergesetze. Auch bei uns wird es mit Sicherheit nicht besser, eher schlimmer werden. Da stellen wir uns schon mal auf unverriegelte Messer ein. Und wahrscheinlich werden wir noch ein Problem mit den Klingenlingen kriegen, aber hoffen wir mal das Beste. Nice. Und was auch cool ist, hat ja noch keine Laserung drauf, keine Logos, keine Beschriftung, nichts. Absolut plain. Ist was für Stefan, oder? Beklagt sich ja immer, wenn die Klingen so zugeschmiert werden mit riesigen Logos. Ne? Hier ist nichts. Das ist natürlich, das war erst heute Morgen aufgefallen, wo ich nochmal genau angeguckt habe. Ich so, hey, stimmt, der ist noch gar nicht gelasert. Wie geil ist das denn? Das sind bei den Uhren, heißt es dann immer Phantomuhren, wenn sie keine Logos auf den Ziffernblättern haben. Das ist ein Phantommesser. Und das hier auch. Ah doch, natürlich, nee, Gott, das hat er sein Logo drauf reingestempelt. Romain Bignon. Okay. Slipjoint an morgen. Sehr gut. Ciao, Freunde. Lasst euch euren Kaffee schmecken. Schöne Ostern.